Der Macan ist eine der sportlichsten SUV in dem Segment. Das Fahrzeug hat einfach eine unschlagbare Proportion. Und wir als Designer haben damit natürlich eine perfekte Vorlage, ein schönes Auto zu gestalten. Weil das die ganze Porsche-DNA-Bandbreite präsentiert. Generell ist es so, dass das Auto, weil es ein sehr cleanes Design hat, haben wir gesagt, dass bei dem neuen Macan konzentrieren wir uns eher an die Front und natürlich das Heckdesign, weil was wichtig ist, dass das Fahrzeug weiterhin wie aus einem Guss aussehen soll. Macan-typisch ist natürlich ein großer mittlerer Lufteinlass, was dieses Fahrzeug natürlich sehr potent erscheinen lässt in der Frontansicht. Was ganz neu ist, wir haben die seitlichen Lufteinlässe noch technischer gestaltet, so ein bisschen, ich sag mal, noch rationaler wie bei so einem Rennwagen. Wir sind eher in der Vertikale gegangen mit der Linienführung. Dafür gibt es ein sehr schönes Detail mit einer schwebenden Optik, eine sehr schöne Buchleuchte, was das Fahrzeug an der Stelle sehr modern erscheinen lässt. Die neuen Technologien geben uns Designern die Möglichkeit, immer präziser Signaturen zu entwerfen, die das Exterior Design unterstützen. Der LED-Serienscheinwerfer zeigt in purer Form das Porsche 4-Punkt-Tagfahrlicht. Wir haben hier im vorderen Bereich der Innenblende sehr, sehr schöne Wechsel zwischen Oberflächen und das Ganze rahmt wunderbar das kompakte Modul ein. Die vier Punkte zeigen das Tagfahrlicht. In der Mitte haben wir die Linse, über die das Abblendlicht und das Fernlicht generiert wird. Das Ganze macht einen sehr kompakten Eindruck, in sich geschlossen, schlichte Formen, sehr edel ausgeführt. Der PDLS-Scheinwerfer ist unsere kleine Hightech-Maschine. Was wir hier gemacht haben, ist, dass wir aus der Vier-Punkt-Signatur diese dreidimensional nach hinten gezogenen Linien gemacht haben. Das gesamte Thema kommt wesentlich prägnanter und schärfer rüber dadurch. Ein viel determinierterer Blick, den das Auto dadurch bekommt. Das Abblendlicht des PDLS-Scheinwerfers finden wir hier in diesen vier Elementen wieder, ähnlich wie beim Tagfahrlicht. Das heißt, die Porsche-typische 4-Punkt-Signatur bringen wir auch nachts auf die Straße. Bei der Interieurgestaltung vom neuen Macan haben wir erst mit Steam zusammen mal Wert drauf gelegt, dass es mal ein echter Porsche ist. Das sind für uns die Themen wie die horizontale Ausrichtung der Schalltafel. Man sieht es, das betont schön die Breite und auch die Ruhe. Der Blick sollte ja eben auf die Straße sein. Was ihm zu Macan passt, ist, dass er grundsätzlich etwas robuster gestaltet ist. Das sieht man zum Beispiel hier an die Türe oder eben auch an wie so ein Schnitt der Beifahrerseite sehr dreidimensional gestaltet ist mit ein etwas großes Dekor, mit dieser schönen Highlight-Spange, die dann das Bildschirm umfassen. Wir haben ein komplett neues Infotainment-System auf ein breites 11-Zoll-Display gebracht. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir von der Gestaltung was Neues machen konnten. Also die Düse sitzt jetzt weiter unten, aber dafür haben wir mehr Platz für Anzeige und Bedienung. Weiter in die Düse haben wir auch schöne, feine Details gebracht. Hier sieht man es, die ganz kleine Loop, so wie wir den nennen. Und das unterstreicht uns auch nochmal diese breite Betonung, die wir im Interieur auch bei Porsche gerne erreichen wollen. Was natürlich auch ein gutes Interieurdesign ausmacht, sind die Farben, aber eben auch die hochwertige Verarbeitung der Materialien an sich. Also natürlich haben wir auch da beim neuen Macan wieder ein paar Akzente setzen können. In der Heckansicht zeigt der neue Macan natürlich am besten und am stärksten sein Porsche-Design-DNA. Und gleichzeitig kommt jetzt ein neues Element, was für uns jetzt auch schon Markenidentität bedeutet. Ein Leuchtenband, eine neue Grafik, was aus meiner Sicht sehr gut zu diesem clean Design passt. Aber an der Stelle, wir haben jetzt Macan-typisch das Deckglas zum Beispiel behandelt und damit Produkt-DNA neu definiert. Die Bewegung, die das Deckglas im Auto macht, ist wirklich fast extrem, was wir hier sehen. Erstes Thema ist das Schlusslichtband, das komplett über die ganze Breite des Fahrzeuges geht, homogen ausgeführt.
Das zweite ist das Rippenthema, was wir hier im äußeren Bereich der Leuchte sehen. Fein ziselierte Linien, die noch einmal die Breite betonen und die erst auf den zweiten, dritten Blick wirklich schön zum Tragen kommen. Das Vierpunkt-Bremslicht. Hier wiederholen wir das Vierpunkt-Tagfahrlicht von der Front. Dieser ganz schlanke Streifen, den wir jeweils sehen, viermal, wird getragen von einem sandgestrahlten Glaskörper, der im Hintergrund vor sich hin glüht. Der Fahrtrichtungsanzeiger zeichnet mit seiner feinen Linie als Hockeystick die Unterkante der Leuchte sehr, sehr präzise nach. Wir haben feine Linien auf der Oberseite des Fahrtrichtungsanzeigers, vorne ein segelartiges Element, auf dem nochmal Kiemen leuchten und lädt dazu ein, einfach näher nochmal ranzugehen und sich dieses Detail anzuschauen. Wenn die optische Botschaft und natürlich die technischen Eigenschaften vom Fahrzeug so gut zusammenpassen, dann haben wir Designer definitiv einen guten Job gemacht. Für mich gibt es einfach kein cooleres SUV.